Die 60er sind wieder in Fahrt gekommen. Den Rückenwind aus dem Sieg der Vorwoche wollen die Löwen aufrechterhalten, wenn es am Sonntag erneut um 3 wichtige Punkte geht. Wir wollen natürlich eben dieses Spiel gegen Aue bestätigen und natürlich nachlegen, vor allem vor unserem eigenen Publikum, was sicher ein Vorteil ist, wenn man zu Hause spielt, vor allem. Als der TSV 1860 vor fast einem halben Jahr gegen Borussia Dortmund 2 spielte, leitete das damalige Unentschieden die Herbst- und Winterschwächephase und das Abrutschen in der Tabelle ein. Diesmal soll das Spiel den Umschwung der 60er bestätigen. Gute junge Truppe. Wir haben im Hinspiel richtig Probleme gehabt, haben da 1-1 geholt, wo wir aber wirklich in Schwierigkeiten waren. Ich glaube, die haben jetzt am letzten Heimspiel gezeigt mit einem 4-0, dass sie auch in Form sind. Von daher wird es sicherlich ein hartes Stück Arbeit für uns, aber natürlich haben wir den Anspruch, dass wir daheim den Gegner schlagen. Auch im Fanlager ist zu spüren, dass sich etwas tut. Vorsichtig optimistisch und wie immer bei den Weiß-Blauen hoffnungsvoll. Ja, Heimspiel, ich denke mal schon, dass wir da wieder 3 Punkte einfahren werden. Ja, und dann ist natürlich die Hoffnung wieder da. Vielleicht geht noch was. Verlieren können wir nichts mehr. Absteigen können wir auch nicht mehr, meine Meinung. Und warum soll man nicht noch ein paar Spiele gewinnen? Ich denke, ein Dreier müsste drin sein am Sonntag gegen Dortmund 2. In 3 seiner 4 Spiele als Löwentrainer hat Maurizio Jacobacci gepunktet. Jetzt kann aus der Punkt eine kleine Siegesserie werden. Das sollte unser nächstes Ziel sein. Und eine Serie startet man nach 2 Siegen hintereinander. Da fängt eine Serie an. Und wir sollten wirklich alles unternehmen, um dieses Ziel zu schaffen. Am 29. Spieltag geht es für die 60er um die Bestätigung ihrer Leistung aus der Vorwoche. Den Schwung dafür haben sie schon aufgenommen.